Hören Sie, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, diesen Mann zu sehen. Von Kontamination kann keine Rede sein. Ich stelle die Leiche ja nicht in die Küche. Die Jelinek dürfte ja auch im Kaffeekorb aufgebahrt werden. Was soll das heißen? Die lebt noch. Von der hört man aber gar nichts mehr. Dass Ihnen dagegen Österreichs größter Kaffeehausliterat nichts sagt, ist Ihren Kollegen vom Kulturministerium geschuldet. Sì, ho rotto la macchina. Deve venire a prenderci. Ma la roba la vede? Sì, la roba c'è. Indirizzo? Per Barbic non c'è niente. Si chiama Caffè Weimar. 10 minuti. Bene, presto. Die machen doch auch nur Dienst nach Vorschrift. Ja, sollen sie. Aber das, was ich in meiner Pause mache, kann denen noch scheißegal sein. 2 Bier. Bitte. Da ist einer inkompetenter als der Nächste. 2 Stunden auf Abruf und dann vergessen sie einfach auf dich. Welcher Idiot macht denn da die Durchsage? Ich finde das völlig sinnlos, da weiter zu diskutieren. Ist ja eh gut ausgegangen. Ja, du hast leicht reden, aber mir steht das für den Rest meines Lebens auf die Stirn geschrieben, dass ich einen Einsatz verpasst habe. Du, es sind schon Leute wegen weniger in der Provinz gelandet. Jetzt mal doch nicht den Teufel an die Wand. Dass du gefehlt hast, ist eh niemandem aufgefallen. Fass das jetzt bitte nicht negativ auf. Tu ich nicht. Ich sehe das absolut wertfrei. Hauptsache, irgendwer führt den Bankräuber ab, damit dann das schaulustige Publikum beruhigt nach Hause gehen kann. Für die sind wir nur namenlose Uniformen. Wie es uns dabei geht, kann doch denen scheißegal sein. Warum soll ich das negativ auffassen? Findest du das etwa negativ? Geh, sei doch nicht so negativ! Ihren Gästen hier umgehen, wundert es mich überhaupt nicht, dass Ihr Lokal leer ist. Drei Kellner für 2 Gäste, der eine inkompetent und der anderen faul. Und sowas schimpft sich Weltkulturerbe. Das kann ja auch nur in einem Sozialstaat überleben. Widerlich. Also ich bitte Sie. Das Mindeste wäre doch, dass Sie meinem Kollegen ein Ersatzbier bringen, bevor Sie Feierabend machen. Budi, через 3 минути. Куда kein Produkt da sei? Zum Wohle. Ist ja wirklich letztklassig von dir.
So unkollegial, wie du dich verhältst, dann wundert es mich überhaupt nicht, dass du in den letzten 20 Jahren karrieremäßig keinen Schritt weiterkommen bist. Ich glaube, du verwechselst da was. Dass du mit deinem Leben nicht zurechtkommst, ist deine Sache. Für mich ist das ein Beruf, keine Berufung. Ich könnte mir weitaus schlechtere Jobs vorstellen. Komparsen werden nämlich immer gebraucht. Als Komparsen sind wir integrierter Bestandteil der Dramaturgie, nicht der Dekoration. Wir müssen Menschlichkeit, menschliche Gefühle vermitteln. Wir müssen auf der Bühne wie echte Polizisten denken, fühlen, handeln. Es sind die Kleinigkeiten, die einen guten von einem schlechten Komparsen unterscheiden. Bei dir fängt schon damit an, dass du völlig falsch stehst. Wenn Sie gestatten, würde ich auch kurz... Hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Mit der rechten Hand die Waffe so hoch wie möglich greifen. Mit der linken die Lücke zwischen Fingerspitzen und Handballen ausfüllen. Das Gewicht auf die Fußballen verlagern. Aufrechte Körperhaltung. Becken und Schultern parallel zueinander. Knie und Ellbogen durchdrücken. Sperrstunde ist! Leute haben Hunger.